Freunde, willkommen zurück zu einer Folge von Let's Play Legend of Zelda The Wind Waker. Wir nähern uns der Rhombusinsel, wie sie heißt, und dort soll es wohl die Karte für das Geisterschiff geben. Ich hoffe, jetzt ist es die richtige Insel, weil laut der Karte müsste sie das sein. Und ohne die Geisterschiffkarte wird es schwer, das Geisterschiff zu finden. Weil dort befindet sich nämlich die letzte Triforce-Karte. Glaube ich. Wenn ich richtig gerechnet habe, habe ich dann nämlich alle. Und kann mich endlich... Okay, nicht nah genug dran. Endlich auf die Triforce-Jagd begeben. Die Triforce-Jagd ist, glaube ich, dann schon der vorletzte Abschnitt des Spiels. Danach wartet ja gerne noch auf uns. Ich muss sagen, ich freue mich schon auf diesen Kampf. Ich bin gespannt, wie der Ganondorf, beziehungsweise was der Ganondorf aus diesem Teil bereits drauf hat. Ich erinnere mich das letzte Mal, da war es bei Triad Princess, da hat er eine ganze Menge drauf gehabt. Das war bisher der beste Ganon-Kampf, den ich jemals hatte. Ja. Da muss ich bestimmt runter. Den Kessel rein. Nehme ich mal jetzt stark an. Gott, ist das verwirrend. Oh nein, nicht die schon wieder. Nicht die Hände. Naja, hilft nix. Müssen wir jetzt durch. Hoffentlich finden wir schnell die Karte und können verschwinden. Das ist nice, aber nicht ganz das, was ich gesucht habe. Die Dinger kann ich mir auch so erfarmen. Da brauche ich nicht die Hilfe von Glücksamuletten und... Ach, super respawned. Ich mag diese Dinger absolut nicht. Die kommen gleich nach den Magiern. Das Ding wird uns beschmeißen. Nein. Oh, deswegen mag ich den nicht. Deswegen mag ich die einfach nicht. So. Gut. Ich werde meine altgewandte Taktik gegen diese Viecher anwenden. Ich bin den Bumerang. Zurück. Schlagen. Zurück. Schlagen. Zurück. Schlagen. Und zurück. Das Vieh kann von mir aus da in der Ecke bleiben. Das stört mich jetzt nicht wirklich. Okay, welchen zuerst? Ich würde sagen, den nehmen wir zuerst.
so. Hat sich am Rand festgehalten, der gute Link. Ja, Doppeltreffer. Lässt du mich wohl los, Freundchen? Falls mir da krapschten war, kannst du vergessen. Da das Vieh da stand, würde ich sagen, ist einer von den beiden. Nehmen wir mal zuerst diesen. Okay, das Vieh interessiert mich nicht wirklich. Hoffentlich ist hier die Karte drin. Yes, es ist die Karte. Klasse, jetzt können wir von hier verschwinden. Weil das ist nämlich das, was wir brauchen. Jetzt wissen wir nämlich, wo sich das Geisterschiff momentan befindet. Beziehungsweise wo wir es wann erreichen können, sage ich mal eher. Vorerst müssen wir hier raus. Jetzt hast du zur Abwechslung mal einmal was Gutes getan, schwarze Hand. So Leute, ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich das Geisterschiff gefunden habe. Ansonsten würde das jetzt zu lange dauern. Also bis gleich. Leute, ich habe saumäßig Glück, weil ich habe nur einmal kurz die Tag- und Nachthymne gespielt. Und da ist es direkt voraus. Was wir jetzt noch machen müssen, ist einfach nur reinfahren in die Flammen. Glaube ich. Ja. Und damit sind wir auf dem Geisterschiff. Irgendwo hier muss die Triforce-Karte sein. Warum war mir das so klar? Ach so, das klang schon fast wie Magier, aber es sind... Es sind nur so eine Viecher. Verdammt, ich habe kein Licht, wie soll ich... Obwohl, es geht auch so... Hier sind tatsächlich auch Magier, ich fasse es ja. Ja, ist klar, genau da oben. Weg mit dir. Ah, cool, Rumine. Ja, mach mal den komischen Trick. Jetzt bist du gleich erledigt und ja. Ich krieg, glaube ich, keinen Schaden dadurch. Ah, cool. Und weiter geht's. Es war so klar, dass auf einem Geisterschiff Magier und Geister, beziehungsweise Irrlichter rumlungern. Und ist sie das? Yes, das ist sie! Die letzte Triforce-Karte! Leider verschlüsselt. Noch jemanden schlüsseln lassen, um sie lesen zu können. Was zum Teufel ist jetzt passiert? Achso, okay. Hat mich nur rausgeschmissen. Aber das soll mir egal sein, denn ich will mich jetzt zu Tingle begeben,
Und gleich sehen wir uns wieder, wenn ich die ganzen Karten entschlüsselt habe. Und dann geht's auf die Triforce-Jagd. So, jetzt sind wir auf Tingles Insel. Und ich kann euch ja mal das Prinzip der Karte erklären. Wenn ihr die Geisterschiffkarte öffnet, seht ihr doch so Symbole drauf. Und Monde. Diese Symbole symbolisieren die Form der Inseln. Das heißt, an dem jeweiligen Mond, wo die Insel auf der Karte steht, dort wird das Geisterschiff erscheinen. Yep. Ich habe auch ein bisschen nachgedacht, als ich die Karte zum ersten Mal sah. Werde ich sie euch auch mal danach zeigen, wenn das hier fertig ist. Und wir sehen gleich, dass der Typ einen übermäßigen Preis verlangt zur Entschlüsselung der Karten. Ja, und das machen wir jetzt mit den gesamten Karten. Es kann sein, dass ich wieder farmen muss zwischendurch. Ich muss echt sagen, seine Preise sind unverschämt. Seine Preise sind echt unverschämt. Euch das an. 398 Rubine. Das reicht nicht mal, was ich gerade dabei habe. Ist das eine Abzocke? Ist das eine Abzocke von Preis? Gut, die Karten sind zwar schweinisch viel wert, weil es sind Triforce-Karten, aber so ein Preis hätten 100 nicht gereicht. Donnerwetter. Okay. Welche ist das? Man sieht leider auch nirgends genau, was das für eine Insel sein soll. Da komme ich gerade nicht drauf. Ich habe hier nebenbei so einen Kartenbildschirm auf und ich versuche gerade mal zu vergleichen, wo diese Insel sein könnte. Oh je, ist gar nicht so leicht zu verstehen für ein Neuling, das Spiel. Finde ich zumindest gerade. Okay, ja. Ich melde mich gleich wieder, weil ich muss das hier erstmal entschlüsseln. So, ich konnte schon mal eins herausfinden. Ein Triforce-Teil soll sich auf der Insel Ishtusk befinden. Also hier irgendwo. Wenn die Karte stimmt, müsste das Ishtusk sein, wenn ich es gerade richtig ausspreche. Stellt sich bloß die Frage, wo genau sich hier das Triforce befindet. Bei dir bestimmt nicht.
Das war bloß ein Meeresschatz. Das interessiert uns jetzt gerade nicht. Und ja, wisst ihr noch, hier waren wir doch schon mal auf der Insel. Das war doch hier von großen Valu, das Zuhause. Können wir vielleicht irgendwie hoch hier oder so? Ich glaube nicht. Nee, können wir nicht. Ist der Baum vielleicht aus Stein oder warum kann ich da nicht rufen? Was genau sagt denn die Karte? Die Karte sagt... Augenblick mal. Das hört sich sehr verdächtig an hier unten. Die Stelle. Oh. Das war knapp. Habe ich denn mein Boot gelassen? Ach du meine Güte, bestimmt da drüben. Hier ist ganz laut was zu hören, unter Wasser. Und das hört sich nach einem Triforce an. Ich hoffe mal, ich habe jetzt richtig getippt und finde jetzt nicht irgendeinen doofen Schatz. Ja, hier ist was ganz Großes. Das könnte... Ja, es ist der erste Triforce-Splitter. Wir haben den ersten Triforce-Splitter gefunden. Du benötigst jetzt noch weitere 7, um das Triforce zu vervollständigen. Gut, ich würde sagen, einen Splitter stammen wir uns noch. Alles klar, Leute, ich konnte Karte Nummer 2 entziffern. Es ist nämlich die C4-Insel. Einer unserer Dungeons. Und mal gucken, wo genau sich das Triforce dort befindet. Vielleicht da, wo es leuchtet? Da hat was geleuchtet. Da hat ganz klar was geleuchtet. Oh, ich glaube, ich höre es schon. Yes, das wird bestimmt ein Triforce-Splitter sein.
Yes, bingo, es ist ein Triforce-Splitter. Jetzt fehlen noch 6 weitere. Oh, schnell weg hier. Gut, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part suchen wir weiter nach den Triforce-Splittern. Ich muss sowieso noch ein paar Karten übersetzen lassen. Und dann geht unsere fröhliche Jagd weiter. Nach den restlichen 6 Splittern. Also bis zum nächsten Mal.